Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary von eurem Nico. Ja, wir wollen heute mal nicht so krank drauf sein. Wir wollen die Sache ganz ruhig und relaxed an. Was zum Donnerwetter? Was für ruhig und relaxed, ihr Spasten, Alter! Ein Scheiß geht man auf dem Kanal hier die Commentaries ruhig und relaxed an. Ey, hier geht immer der Punk ab, okay? Ey, hier ist Inscope 21. Hier ist die Party am Steigen. Aber ihr wisst ja, keine Party ist eine wahre Party ohne den Commander Krieger. Deswegen, Servus Commander! Commander? Verdammt, wo ist der? Der hat anscheinend die Leitung verloren. Also gut, muss ich heute doch einen Commentary allein machen. Alles klar. So Leute, heute gibt es ein ganz spezielles Thema für euch. Und zwar heißt dieses Thema Sachen wertschätzen. Jawohl. Und zwar geht es dabei um Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Black Ops und Modern Warfare 3. Ich möchte euch heute einen kleinen Vergleich ziehen, was mir aufgefallen ist. Und es gilt nicht nur für die Spiele im Leben, sondern für alles. Deswegen hört gut zu. Bevor ich jetzt mein Megathema auspacke, ganz kurz möchte ich noch austicken. Guckt euch erstmal das hier an. Wenn ich einen dieser fucking Kommentare noch einmal lesen muss, raste ich aus, Leute. Ich raste jetzt schon aus, ich weiß es. Aber egal. Die scheiß Videos. Ohne Witz. So viele Leute sagen, ja, sie sind übelster Fan von uns. Sie gucken jedes Video. Aber hey, ich habe mal eine Frage. Wie machst du das eigentlich, dass du so weit die Waffe nach außen hängen lassen kannst? Oder was ist eigentlich mit Benny? Leute, guckt doch die scheiß Videos. Ohne Witz. Da ist alles dabei. Wenn ihr irgendwelche fucking Fragen habt, mit welchem Programm nimmst du auf? Welches Headset benutzt du? Digga, guck auf den scheiß Kanal und dann findest du alles, was du brauchst, Alter. Ohne Witz, die Frage, was ist mit Benny? Ich gebe euch jetzt ein letztes Mal unten den Link in die Beschreibung, was mit Benny los ist. Es wurde schon längst gesagt, das Video hat 15.000 fucking Aufrufe, ja? Guckt euch die Scheiße an, verdammte Kacke. Und das mit dem Field of View, das poste ich euch auch nochmal unten rein. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, ja? Also, keine dummen Fragen stellen, sondern die Videos gucken, Leute. So, das jetzt mal zu meiner Auskotzerei. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. So, nach einem großen Anschluss an euch, wollen wir jetzt zum eigentlichen Thema voranschreiten. Und zwar heißt dieses Thema, ja, Sachen wertschätzen. So, ich möchte schnell reinstarten, ich habe nicht viel Zeit. Und zwar gucken wir uns einfach mal Call of Duty 4 an. Ja, machen wir von Call of Duty 4, wir haben dort erstmals die Perks reinbekommen und so weiter. Und damals war das mit dem Kommentieren ja noch nicht so bekannt, das heißt, wir konnten damals nicht sagen, was hielten wir von COD 4, bevor Modern Warfare 2 draußen war. Gucken wir uns die Lage jetzt aber später an. Modern Warfare 2 kommt raus und viele haben Modern Warfare 2 am Anfang geliebt, das war wirklich so. Aber mit der Zeit von Modern Warfare 2 kam es dann so, ja, Modern Warfare 2 ist das beschissenste Game überhaupt, ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke, ich spiele Call of Duty 4. Oder World at War, was weiß ich. Man hat's wirklich gemerkt, damals noch, wo Modern Warfare 2 dann am Abscheißen war. Und dann haben alle gesagt, hey, ich warte jetzt auf Black Ops, das wird das beste Spiel aller Zeiten. Und was war? Alle haben gesagt, boah, alle, unnormale, what is that? Und alle waren irgendwie ein bisschen in Rage. Ja, ich mit meinen 40 FPS am Black Ops zocken, ja, während alle anderen Modern Warfare 2 gespielt haben. Ah, das war einfach zum Kotzen, die Zeit, ey. Jedenfalls, dann... Alle haben Modern Warfare 2 gespielt und nicht mehr Black Ops, obwohl Black Ops der aktuelle Shooter war. So, was war los? Alle haben gesagt, ey, ich warte jetzt auf Modern Warfare 3, das wird sicher viel geiler. So, was passiert? MW3 kommt raus. Verdammt, das hat jetzt nicht geklappt. Okay, jedenfalls, MW3 kommt raus, alle zocken MW3 und jetzt ist es bald schon eine Weile her, dass MW3 rauskam und ich muss für mich persönlich sagen, ich zocke nur noch Black Ops. Das ist zwar jetzt bei nicht so vielen der Fall, weil MW3 spielen tatsächlich noch viele. Meine Theorie geht nicht auf! Fuck! Egal. Die wird schon noch aufgehen. Ihr werdet es schon noch sehen, aber was ich jetzt euch eigentlich sagen möchte. Im Nachhinein merkt man irgendwie immer, das alte Spiel war doch das bessere. Da gab es bessere Möglichkeiten zu spielen. Und mehr Sachen, die man machen konnte. Und das hat einfach besser geklappt. Und dann lernt man das Spiel erst schätzen. Im Nachhinein. Und das ist mit allen anderen Sachen im Leben genauso. Also, wir haben heute ein bisschen Philosophieunterricht gemacht. Beziehungsweise wir machen ihn gerade. Und zwar, man lernt
Sachen erst schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Es kann sein, ihr fahrt CLS, Benzer, AMG, aber ihr habt ihn halt, ihr habt ordentlich Kohle und ihr habt viel Kohle, ihr könnt euch alles leisten, was ihr wollt, aber erst wenn ihr die Kohle nicht mehr habt, lernt ihr die Kohle zu schätzen, was ihr damals hattet und was ihr jetzt nicht mehr habt. Das lernt ihr erst, wenn ihr es nicht mehr habt, zu schätzen. Macht euch mal darüber Gedanken, Leute. Das heißt, versucht die Sachen, die ihr jetzt habt, versucht es euch mal vorzustellen, wenn ihr diese nicht haben würdet. Dann könnt ihr die gleich viel mehr schätzen. Philosophischer Unterricht heute von mir, eurem Nico. Ich hoffe, das Kommentar hatte euch gefallen. Über einen Daumen hoch und einen Kommentar würde ich mich natürlich wieder mal freuen. Ich bin jetzt Daumen hoch geil geworden. Ich habe nämlich gesehen, das bringt eine Menge im letzten Video. Finde ich auch richtig geil von euch. Deswegen bitte immer bewerten, Leute. Es bringt mir nur einfach was und ich finde es geil. Okay? Ansonsten würde ich sagen, liebe Leute, haut da ordentlich rinne. Macht euch einen gediegenen Tag, Leute. Ah, lasst euch nicht von irgendwelchen Spastikern ablenken. Ich würde einfach mal sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal. Guckt auf jeden Fall in die Beschreibung, da findet ihr alle Links zu jeglichen Videos. Ihr findet auch wieder scheiß Facebook-Zeug da, Steam, unseren Sponsor und alles Mögliche, was ihr nur sehen möchtet. Ansonsten, wie gesagt, Leute, bewertet dieses Motherfucker-Video. Ah, 23 zu 1 heißt es am Ende. Ich weiß, es ist nicht der Überscore, aber hey, ein Tod nur, also verpisst euch. Hey, das, Leute, und bis zum nächsten Mal, oder? So, meine Damen und Herren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Hello, Leute.